Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara's Mansion, ein Level von Klona. Wir sind in einem Lagerraum angekommen. Hier drüben ist eine Kiste und wir müssen die jetzt ganz geheimnisvoll wegschieben. Schieb, 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 schieb. Und weil wir das so geheimnisvoll machen, schieben wir sie gleich noch weiter. Sind in einem Lagerraum angekommen. Keine Ahnung, was es hier zu tun gibt. Einfach mal rumlaufen. Wir haben uns im letzten Teil ja bloß kurz über alles, naja, gefreut. Wie viel es hier jetzt doch zu erleben gibt, zu entdecken. An jeder Ecke. Hier was? Nein. Man weiß ja nie. Das hier drüben sieht nach der Kiste aus, die ich hierher geschoben habe. Nein. Rauskriege ich sie sowieso nicht, das heißt, ich könnte sie höchstens reindrücken. Nein. Ich ziehe sie mal zu mir und dann komme ich trotzdem dran. Ich gehe einfach drumherum. Da scheint es irgendetwas zu geben. Aua. Ja, Lara, also, ich mag die Heatboxes echt nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, was es da drin gibt, was es denn so interessant macht, da reinzukommen. Auf jeden Fall muss ich es doch schieben. Da ist doch gar nichts, oder? Na, wie komme ich da jetzt ran? Ein bisschen blöd. Ich kann auf die Kiste noch nicht drauf, ne? Doch, kann ich. Das wäre witzig, wenn es hier oben drauf ein Schlüssel gelegen hätte. Wie mache ich das? Ich kann dich eigentlich nur reinschieben. Oder ich sperre mich wieder aus, wenn ich schiebe. Naja, gut, ich muss es jetzt einfach mal reindrücken. Und hoffen, dass ich auf irgendetwas stoße. Nee, weiter komme ich ja nicht. Ja, Moment. Ich kann die Kiste jetzt zumindest da reinschieben. Also die Holzkiste von hier. Vielleicht liegt ja unter der Kiste jetzt sowas. Das weiß ich ja auch nicht. Ein Schalter. Na bitte. Ich will da gar nicht rein. Ich will diesen Schalter aufdecken. Und bevor ich ihn drücke, denn ich weiß, es kann alles mögliche Böses passieren, speichern wir kurz ab. Eine Tür hat sich geöffnet und weil das ein Zeitspiel sein könnte, laufe ich mich mal ein bisschen ein und beeile mich. Hier drüben ist schon mal nichts. Hier drüben kann gar nichts passieren. Ich glaube, ich probiere es mit der Tür. Ich glaube, die war offen. Probieren wir es natürlich gleich nochmal. Vorausgesetzt, der Schalter will nochmal. Nein. Das muss ich jetzt nochmal so testen. Ach, die Tür ging ja tatsächlich nicht auf. Ja gut, dann muss ich woanders hin. Konnte man euch so öffnen? Ich habe das doch in der letzten Folge getestet, also du gehst auf. Das weiß ich. So. Du bist bestimmt neu offen. Das ist der Dining Room der Maid, die hier mal gelebt hat. Ihr erinnert euch an den Tagebucheintrag? Genau hier sind wir. Und ich finde ein Tagebuch. Ich darf mich bücken, um das aufzuheben. Der 15. Oktober 1895. Ich habe mich über das Treppengeländer in den Keller gelehnt und habe versucht, runterzuschauen, was da war. Und als es zu dunkel war, fiel mir eine Münze aus meiner Hosentasche runter und rollte in diesen seltsamen Raum. Ich bin runtergegangen und habe ein Geräusch von weiter unten gehört. Ich bin ihm gefolgt. Ich kann irgendeine Stimme abkürzen. Ja, weiter kam sie nicht mit Schreiben. Und ich nehme immer so zu Zeiten auf, ich weiß nicht, wo ich total müde bin. Ich bin gar nicht bereit, so Speed-Translatings zu machen. Vor allem nicht mitten im Satz. Ich sollte mir den einmal auf Englisch durchlesen, bevor ich anfange, da mitten im Satz stecken zu bleiben. Aber das macht ja nichts. Jetzt wissen wir alle, was da drin steht. Und irgendwas hat sie wohl daran gehindert, das fertig zu schreiben. Kann man die schieben? Oh, sehr schön.
Wenn so ein Gegenstand total zentral in der Mitte steht, dann erwarte ich das mittlerweile von einem Gegenstand. Oh, da drüben ist ein Schlüssel. Ja, ich muss dich gar nicht weiterschieben. Ist okay, Lara. Dankeschön. Ich will dich haben. Komm zu mir, Schlüssel. Was mache ich damit? Ich gucke mich noch mal im Raum um. Irgendwelche Jump-Switches, die mich nachher wieder anpissen? Nein. Alles in Ordnung. Im wahrsten Sinne des Wortes alles. Doch, die Welt ist in Ordnung. Wir haben einen neuen Schlüssel, verlassen diesen Bereich. War es dieser Raum, der sich geöffnet hat? Was machst du? Du öffnest wahrscheinlich. Hier diesen Moment. Du hast... Aua. Hier komme ich her. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Und hier ist diese knauflose Tür, ja. Lass mir mal ein bisschen Weg. Hier ist der Hauptraum. Ja, dann ist hier drüben das Wasser. Jawohl. Will ich da nochmal rein? Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich werde jetzt erstmal versuchen, den Schlüssel irgendwo einzusetzen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das da irgendwo war. Hier hinten vielleicht. Ja, hier kann man bestimmt einen Schlüssel einsetzen. Oh, ihr kommt auch hier rein. Ausweichen. Ihr seid zu dritt. Wahnsinn. Ich muss hier auf jeden Fall nicht mehr raus. Das geht nämlich nicht. Dich kriege ich nicht auf. Dich auch nicht. Ah, gefunden. Ja, rein damit und beeil dich, Lara. Dich verfolgen Geister. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Da ist die Tür vor uns oder die Tür hinter uns? Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Na, yippie-yay-yay. Hallo? Ein letztes Tagebuch. Eins von zwei, der 10. Oktober 1895. Ich bin dieser verfolgenden teuflischen Energie bis hier runter gefolgt und hat mich zu einem mysteriösen Raum geführt. Ein grünes Licht scheint herbei durch die Tür im Raum. Ich habe mich dafür entschieden, sie zu öffnen. Und das grüne Licht hat mich schon fast geblendet. Ich habe eine fürchterliche Energie aus diesem Raum, aus diesem Kristall in diesem Raum kommen, spüren. Die eine Sache bedeutete, sie musste zerstört werden. Dominique. Irgendwie alles Mädchen. Ich bin tot. Hier ist noch was. Hallo. Ich konnte nichts finden, um es zu zerstören. Ich habe fürchterliche Fußschritte hinter mir gehört. Sie kommen näher. Aus allen Richtungen. Ich schreibe da... Fehlende Seite. Aber ich habe was zum Zerstören. Ich habe eine Crowbar. It's me, Lara. wir haben es geschafft. Mit einem schönen Luigi's Mansion Sound am Schluss. Wir haben es geschafft, wir haben es zerstört, wir haben Statistiken, wir haben fast 2 Stunden gebraucht. Ist aber auch ein echt umfangreiches Level. Ich fand es jetzt nicht so schlimm mit dem Backtracking. Natürlich musste ich viel hin und her laufen, um Schlüssel von einem Loch ins nächste zu bringen. Dort wieder ein Schlüssel, dann muss ich wieder hin suchen, wo muss ich jetzt hin. Aber an sich war das ein richtig cooles Level. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Kombi-Rätsel bauen können. Also Räume, in die man von vornherein reinkommt und man muss in jedem Raum was Kleines lösen, um weiterzukommen. Um ein bisschen Abwechslung zwischen dieser Schlüsseljagd zu machen. Gefallen hat mir sehr die Astralhalle, um jetzt mal ein bisschen darüber zu reden. Vielleicht komme ich auch wieder ins Hauptmenü zurück. Nicht indem ich die Windows-Taste drücke, aber indem ich Escape drücke. So. Ja, Lars Manson von Lars Manson von Klona. Aber was können wir denn noch über dieses schöne Level sagen? Es ist faszinierend, dass es ein 20x20x20 Level ist. Und... Ja doch, ich denke, man hätte sogar den letzten Bereich unten noch ausbauen können. Wenn das nach unten noch nicht die Höhenvorgabe überschritten hat, hätte dann noch viel kommen können.
Reicht aber auch irgendwann. War ein sehr großes Haus. Und im Gegensatz zu Dominique haben wir es ja geschafft, das Ding zu töten. Zu zerstören. Naja. Ein sehr schönes Level. Irgendwie hat der Sound jetzt auch hier drin aufgehört. Das Spiel will nicht mehr. Also sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele 20 hoch 3 Levels ich nicht noch haben. Lass mir überlegen. Ich habe noch eins von der Tiger. Vielleicht sogar noch eins von jemandem, den wir noch nie, nie, nie ein Level hatten. Und wenn wir da durch sind, fangen wir ein ganz neues, großes Projekt an. Dann gehen wir raus aus den 20x20x20 Levels und beginnen was Neues. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Crash.